In der heutigen Backstage-Folge treffe ich mich mit einem Weltstar. Von denen hat Deutschland nicht so viele und im musikalischen Bereich schon gar nicht. Die Namen, die da seit Jahrzehnten immer wieder genannt werden, sind Rammstein, Kraftwerk und die Scorpions. Anders sieht es in der Electronic Dance Music, also in der EDM-Szene aus. In dem Bereich spielen auch die Deutschen eine nicht unbedeutende Rolle. Und der Siegeszug der EDM-Mucke zeigt sich unter anderem auf Festivals wie den Perukaville, das innerhalb der ersten 3 Jahre seines Bestehens die Besucherzahlen auf rund 80.000 Zuschauer verdreifachen konnte. DJs bezeichnet man auch deshalb inzwischen als die Rockstars des 21. Jahrhunderts. Ein Typ, den ich immer gerne mochte und der die Anfänge von Technomusik in Deutschland maßgeblich mitgeprägt hat, ist Matthias Paul alias Paul van Dyk, einer der bekanntesten und erfolgreichsten DJs der Welt. Paul stammt ursprünglich aus Eisenhüttenstadt, ist in Ost-Berlin aufgewachsen und hat sein Büro inzwischen direkt an der Spree samt eigenem Kahn. Paul, verorte mir doch erstmal, wo wir sind hier. Vor uns ist die Arena, eine bekannte Venue in Berlin. Ein Stückchen weiter da lang ist Altstrahlau, auch eine Veranstaltungslocation, die wir nutzen. Und ich bin da quasi da hinten zur Schule gegangen. Aha. Ich habe da so gewohnt. Und das ist so ein bisschen wie so das Epizentrum von meinem, sagen wir mal, groß werden, wenn man so will, weil da waren eben auch so das UFO, das Planet, also Clubs zu Anfangszeiten irgendwie vom Berliner Clubleben. Hast du gute Erinnerungen daran, an die Zeit damals? Auch so Schulzeit und solche Sachen? Oh, grundsätzlich schon. Also ich hatte ein paar richtig gute Freunde, ich hatte 2 richtig gute Lehrer, die mich auch immer unterstützt haben und insofern ja, also klar. Und du hast ein Boot, das steht hier, das ist dieses, ne? Dieses hier. Genau. Aber du hast tatsächlich eins. Also das ist irgendwo auf der Spree versteckt hier. Genau. Kommt gerade da in Gelb. Kommt in Gelb, genau. Das ist Pauls Fähre ist das, genau. Aber du fährst tatsächlich hier über die Spree und schipperst mit deinem Boot hier gelegentlich entlang. Manchmal. Manchmal. Das ist eine Riesenjacht, so stelle ich mir das vor. Wie sieht das für einen DJ gehört? Nee, eigentlich nicht. Es ist ein Ruderboot. Ist eher auf den Punkt. Auf den Punkt, okay. Ich merke schon, das ist nicht so dein Thema. Wir gehen jetzt einfach mal rein. Ja, Paul ist tatsächlich ziemlich bescheiden, also protzt nicht erstmal rum mit seinem Hab und Gut. Sicher auch, weil sowas immer viele Neider auf den Plan ruft, wo wir doch alle wissen, dass DJs Unsummen für ihren Job bekommen. Auch sein Büro ist nicht das, was man von einem Weltstar-DJ erwartet hätte. Also nicht durchdesignt und gestylt, sondern eher funktional. Immerhin stehen in den IKEA-Regalen die gesammelten Auszeichnungen, die Paul im Laufe der Jahre überreicht bekommen hat. Die wahrscheinlich bedeutendste, die liegt oder hängt da nicht. Aber das ist der Verdienstorden seiner Heimatstadt. Und hier hast du deine ganzen Awards, die du so zusammengesammelt hast über die Jahre. Also ich meine, ich bin, glaube ich, zum allerersten Mal auch bei einem Ehrenbürger von Berlin zu Gast, was du ja bist. Mhm. Ne, Wurvereit, 2006 hat er den verliehen. Ne? Genau. Ist das ein Orden oder was ist das? Ja, das ist so eine, quasi so eine, ja, wie so eine Siegerehrungsurkunde mit so einem Emblem und so. Ehrenbürger von Berlin, genau 80 sind seit Einführung der Städtereform vom November 1808. Mit Freifahrschein für die öffentlichen Verkehrsmittel, notfalls Unterstützung bei Bedürftigkeit, Übernahme der Beerdigungskosten, städtische Grabpflege. Ist irgendwas dabei, was du ganz besonders lieb gewonnen hast oder wo du dich ganz, ganz besonders drüber gefreut hast? Naja, die sind halt alle Teil von dem, was ich so gemacht habe. Und insofern sind die alle wichtig. Aber auf der anderen Seite habe ich eben, was ich mache, nie gemacht, um irgendeine Award zu bekommen oder so, sondern mir ging es schon immer auch ein Stück weiter darum, einfach Musik zu machen, die zunächst mal mir was bedeutet und dann hoffentlich auch den Sprung schafft, anderen Leuten was zu bedeuten. Mhm. In Eisenhüttenstadt, ne? Da kommst du ja ursprünglich. Da bin ich geboren. Und hast du da schon angefangen, also ich meine, im jüngsten Alter mit Plattenspielern rumzumachen? Nee, nee. Also wir sind so, ich glaube, 5 oder 6 war ich, als wir nach Berlin sind. Bin dann in Ost-Berlin groß geworden, also quasi da so drüben. Bin dann übers Radio quasi so zu allen möglichen Formen von Musik gekommen und elektronische Musik, so ganz frühe Ausläufer, habe ich dann eben auch im Radio gehört. Und war dann angefixt, wie man so schön sagt. Und als die Mauer weg war, bin ich in alle Clubs gerannt. Und ja, dann war es um mich geschehen, was das betrifft.
Als du dann angefangen hast aufzulegen, das war tatsächlich so in den, ja, in den ursprünglichen Clubs auch hier in Berlin. Ne? Tresor gehörte natürlich dazu zu der damaligen Zeit. Ja, also ja, Tresor, dann die Turbine, dann gab es natürlich Planet, ein bisschen später das E-Werk. Also ich bin schon so auch durch alle wichtigen Clubinstitutionen hier gegangen. Hier sitzen sie nun, die hoffnungsvollen Kandidaten, und träumen vom angeblichen 10.000 Mark Einkommen pro Monat. In Wirklichkeit werden sie eine Diskothek wohl niemals vom Pult des Disc-Jockeys aussehen. Erst den Tonarm runterlassen mit dem Tonarmlift, dann den Richler hoch und den anderen gleichzeitig runternehmen dabei. Und das ist jetzt Eric Clapton mit 1000 Tonnen. Genau, und jetzt wieder hoch den Richler. Gerade in der Anfangszeit, da ging es eben auch darum, von der einen Mark, die ich heute habe, kaufe ich mir was zu trinken, was zu essen, oder warte ich noch bis Freitag und habe dann irgendwie 10 und kaufe mir die Platte. Also da ging es nicht darum, berühmt zu werden oder Geld zu verdienen, da ging es wirklich um die Passion der Musik. Warum war es denn die Musik? Hast du keine Passion für Rockmusik entwickelt oder so? Hätte genauso passieren können, oder? Ist ja nicht so. Also als ich so 10, 11 Jahre alt war, habe ich das erste Mal The Smiths gehört. Und war auch aus meiner Perspektive der größte Smiths-Fan und bin auch nach wie vor ein Riesenfan von Smith & Morrissey. Also schon auch eine Musik, die mich auch begeistert. Aber wichtiger noch als der Stil der Musik ist für mich das, was rüberkommt. Und dass da was Besonderes ist. Irgendwie so eine, ja, eine Form von Interaktion mit mir und der Musik. Und das war für mich bei elektronischer Musik insofern spannend, als dass da war ein Kanner, der hat jetzt irgendwie vorgesungen, wir sind jetzt alle traurig, weil es ein trauriges Liebeslied oder sonst was nicht. Es war die Instrumentierung, es war das Arrangement, es war einfach dann im Speziellen auch so der Stil, den ich mag, was viele Leute als Trance bezeichnen. Der Computer stammelt digitale Tonleitern. Das, was rauskommt, klingt monoton. Ich glaube, das Wetter von morgen wird spannender als dieses Trance. Diese Energie, die diese Musik hat, das fand ich dann schon, immer ein bisschen spannender als jetzt dann, weiß ich nicht, 5 Jungs auf der Bühne, die dann da reinsingen. Das ist alles schön und da gibt es auch fantastische Bands irgendwie. Und wie gesagt, ich mag auch viel von diesen Sachen, aber mir ging es schon immer auch darum, irgendwas Besonderes in der Musik zu finden für mich. Es gibt so wahnsinnig viele DJs auf der Welt, aber da so einen ganz besonderen Hauch zu finden, der einen besonders macht, der einen unique macht. Wie hast du das für dich so ausgearbeitet? Keine Ahnung. Ich glaube, das liegt einfach ein bisschen daran, wie man mit Musik groß wird. Und bei mir war es halt, ich habe, klar, wenn ich Hausaufgaben gemacht, halt immer so alles, was so im Radio lief, auch so wahrgenommen. Aber es war eben so der Kram im Hintergrund. Es war halt wirklich, bis ich das erste Mal Hand in Glove von The Smiths gehört habe. Und hab von da an eben festgestellt, Musik bedeutet mir was, und habe auch ganz explizit Radiosendungen gehört, die genau das präsentiert haben. Ich weiß noch bis heute, Burkhard Rausch, der jeden Mittwoch von 14 bis 16 Uhr die Independent Charts aus Großbritannien präsentiert hat, wo ich eben zum Beispiel The Smiths das erste Mal gehört habe. Oder Monika Dietl beim SFB, die halt so weit vorne war mit Musik, dass man wahrscheinlich, wenn man die Sendung heute noch hört, das als futuristische Musik bezeichnen würde. Die haben mich geprägt und da habe ich eben eine sehr eigene Herangehensweise an Musik für mich, so was ich mag, entwickelt. Und ich hatte schon immer dann auch meine relativ klare Vorstellung davon, wie ich finde, dass es klingen muss. Und damit entwickelt man natürlich auch eine gewisse, sagen wir mal, musikalischen Charakter, der einem eigen ist. Und den habe ich letztendlich für mich auch immer beibehalten. Und der hat dich unwahrscheinlich weit getragen. Also das ist ja unfassbar, was du im Laufe der Jahre erreicht hast damit. Bist du selber erstaunt darüber? Sag mal so, ich sitze ja quasi in meiner eigenen Suppe, wenn man so will. Insofern, insofern ich erlebe natürlich irgendwie das noch mal ein Stück weit anders. Also ich erlebe natürlich auch, sag mal, bei allem Spaß und bei allem, was da natürlich auch an tollen Sachen passiert. Ich erlebe eben auch die Anstrengungen irgendwie, die auch dahinter stecken. Also ohne, sagen wir mal, konzentriert und professionell zu arbeiten, kannst du noch so talentiert sein, da wirst du auch nicht so wirklich weit kommen. Aber wichtig ist für mich eben immer gewesen, eben auch mit dem, was ich mache, authentisch zu sein und glaubwürdig. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich nach wie vor da bin, und auch ein ganz maßgeblicher Grund, warum ich
das eine oder andere erreicht habe in meinem Leben und in meiner, sagen wir mal, beruflichen Karriere. Mhm. Wie sieht es im Moment aus? Also ich meine, ich kenne deine Tourpläne von vor 15, 20 Jahren. Die habe ich damals auch schon gesehen. Wir haben uns beim Radio früher mal kennengelernt, bei 1Live. Und das war unfassbar. Ich habe so ein Ding angeguckt und dachte so, der hat gar kein Zuhause. Der ist eigentlich nur im Flugzeug unterwegs die ganze Zeit, in Hotels auf der ganzen Welt, kreuz und quer. Nach wie vor eigentlich auch. Aber ich meine, wie muss man sich dein Leben vorstellen, frage ich mich. Keine Ahnung. Also, es ist immer so ein bisschen schwierig, das, was ich gerade meinte, mit dieser, ich sitze ja in meiner Suppe. Ja. Ich weiß immer nicht, was für... Für dich ist das Normalität. Für andere Leute in dem Moment so ein Wow, das ist ja unglaublich. Also für mich ist es Wow. Weil der Punkt ist ja der, ich habe mehr oder weniger seit meinem Einstieg ins Berufsleben, sage ich jetzt mal so, war das ja Teil dessen. Mhm. Also man kann eben nicht global unterwegs sein, ohne viel unterwegs zu sein. Und insofern war das immer auch ein Stück weit Bestandteil von dem, was ich gemacht habe. Mein Terminkalender ist immer noch sehr voll. Wir machen aufgrund eines Unfalls, den ich hatte, und den Folgen jetzt eben auch entsprechend ein bisschen weniger, weil es einfach länger dauert zu regenerieren aufgrund verschiedenster Sachen. Aber ja, also ist es immer noch so, dass mich immer wieder freue, wenn ich Leute vor mir finde, irgendwie, die meine Musik hören wollen. Das Auflegen, das Reisen und so weiter und so fort, wird das irgendwann auch langweilig oder anstrengend oder dass so eine unheimliche Wiederholung da auch auftritt sozusagen? Ich meine, im Endeffekt ist ja das, was du machst, gewissermaßen auch eine Routine, ne? Ganz klar. Sagen wir so, man entwickelt eine Routine, was den Prozess des Reisens betrifft. Also diese Abläufe, einchecken, Security, ins Flugzeug setzen und diese ganzen Sachen. Aber auf der anderen Seite ist halt jede Show auch ein Stück weit anders. Und es ist jedes Mal eine Herausforderung. Und es ist auch so, dass ich mich eben nicht, sagen wir mal, am Vinyl festgekrallt habe oder dann zu CD-Players oder jetzt, wie es ist mit dem USB-Stick, sondern ich habe halt immer auch versucht, sagen wir mal, meine musikalische Passion dann mit auf die Bühne zu nehmen. Das heißt, als es ging, habe ich sofort Produktionsequipment mitgenommen. Und ich bin mittlerweile eben bei einem Setup, was eben, ja, eigentlicherweise eine Art Aufnahmestudio ist. Mhm. Das heißt, ich habe auf der Bühne komplette Kontrolle über genau alles, jedes einzelne Element. Es geht nicht nur um den richtigen Track zur richtigen Zeit, sondern auch die richtige Art und Weise, den richtigen Track zu spielen. Insofern ist es sehr intensiv, sehr komplex, aber eben auch immer anders. Und das macht es natürlich auch immer wieder spannend. Mhm. Weil das ist ja so ein Ding, was man auch immer so als Vorwurf, sag ich mal, hört. Da müssen wir ja noch ein bisschen genauer drüber sprechen. Der DJ ist inzwischen nur noch der Typ, der den USB-Stick reinsteckt und eine halbe Stunde so macht und dann mit ganz viel Geld nach Hause geht. Na, sagen wir mal so, es gibt natürlich diesen Teil auch. Mhm. Aber das ist jetzt, um es mal irgendwie, es gibt eben passionierte Rockbands. Ja. Oder es gibt eben auch Rockbands, wo es eigentlich nur darum geht, dass der Typ, der da singt, eigentlich Schauspieler ist. Also es sind eben solche Sachen irgendwie und das merkt man eben auch an der Musik und an dem, was passiert. Mhm. 8 Studioalben hat Paul inzwischen veröffentlicht und mit internationalen Künstlern wie Justin Timberlake, New Order und U2 zusammengearbeitet. Er hat ja eben schon angedeutet, dass er nicht zu den DJs gehört, die einfach nur auf Start drücken und ihr Set vom USB-Stick abspielen, push the button, sondern das Ganze musikalischer angeht und auf der Bühne richtig arbeitet. Er hat mir dann nochmal ein bisschen genauer erklärt, wie das konkret funktioniert. So ging es mal los, eben mit Plattenspielern und Mixer und ja, und jetzt ist es mittlerweile ein bisschen anders. Hier sieht man eben zum Beispiel links und rechts jeweils externe Sequenzer. Das heißt, die geben, wenn man so will, die Taktung vor. Mhm. Die Computer sind dann entsprechend natürlich synchronisiert, genauso mit den Keyboards. Und das gibt mir eben die Möglichkeit, eben da völlig interaktiv zu sein. Also in der Regel habe ich auf dem linken Rechner eher so Audiomaterial, Drums, Hi-Hats und all solche Sachen, die ich eben natürlich logischerweise nicht live spielen kann. Hier sind relativ viele Audiosequenzen, aber eben in Verbindung mit Software-Synthesizern zum Beispiel. Und insofern habe ich dann eben die Möglichkeit, neben des Live-Spielens eben diese Sachen abzurufen und während der Performance eben zu einem Track zu machen an sich. Was man jetzt nicht sieht, weil ich davor stehe, da ist dann noch ein großer Audio-Mixer, wo alles zusammenfließt. Mhm. Und dann kommt dann das dabei raus, was ich mache.
Nun ist man also DJ, extrem erfolgreich, unterwegs auf der ganzen Welt, finanziell ziemlich unabhängig, würde ich sagen. Aber dann kam für Paul der Schicksalsschlag, ein Unfall, der ihn im Jahr 2016 fast das Leben gekostet hätte und das Ganze im Zusammenhang mit einem seiner Live-Auftritte. Ich bin halt, was eben ja, Teil einer mittlerweile jeden DJ-Performance ist, gerade bei so großen Setups, oben rauf, quasi mit den Leuten zu interagieren. Und das war eben nicht eine durchgehende Fläche, sondern da war ein Loch. Es war einfach nur mit schwarzem Stoff überspannt. Oh Gott, oh Gott. Und das hat mich natürlich nicht getragen. Und ich bin dann eben mehr als 6 Meter durch die ganzen Bühnengestelle da nach unten geballert und habe mir doch relativ schwere Verletzungen zugezogen. Ja, relativ schwer ist untertrieben. Also bist dann, glaube ich, in eine Spezialklinik, neurologische Spezialklinik in Utrecht gekommen, genau. Direkt anschließend. Also ich hatte trotz des großen Unglücks des Unfalls natürlich dann dennoch sehr viel Glück, dass eben wirklich so 10 Minuten nebenan ist das neurologische Zentrum der Niederlande. Mhm. Und der Chefarzt, der Professor Bissell, der war dort vor Ort wegen einem anderen Fall. Und insofern bin ich eben sehr, sehr schnell richtig behandelt worden, was dazu führt, dass ich eben heute hier sitzen kann und mit euch sprechen. Weil ansonsten, also ich glaube, wäre ich schon in Amsterdam gewesen zum Beispiel, wäre ich jetzt nicht hier. Alleine der Weg wäre schon zu lang gewesen, weil ich eben schwere Hirnblutungen hatte. Mhm. Und diese Sachen natürlich dann weiterführend immer mehr zerstören im Gehirn, wenn es nicht richtig behandelt wird. Unabhängig davon, es klingt immer so ein bisschen komisch, wenn du sagst, ich habe mir 2x das Rückgrat gebrochen und dann so, aber das war the easy shit. Mhm. So, es ist nach wie vor so eine Herausforderung jeden Tag. Also es sind noch relativ viele Sachen, die da quasi ja, mein Leben nach wie vor beeinflussen. Mhm. Und es sind eben Umstände, mit denen lernt man letztendlich zu leben. Also wenn dir die Ärzte prognostizieren, dass wenn du mal wieder 50% von dem erreichst, wo du vorher warst, dann ist das schon ein Riesenerfolg. Mhm. Dann ist es halt für mich kein Moment, irgendwie aufzugeben, sondern zu sagen, okay, dann ist mein Ziel 110%. Und ich habe ein unglaubliches Umfeld, auch die ganzen Ärzte und nicht nur die Ärzte, also auch die Leute, die im Krankenhaus einfach nur das Bett gewechselt haben. Jeder Einzelne hat Teil an der Tatsache, an dem, was einer meiner Ärzte als Wunder bezeichnet hat. Die sind Teil dessen. Alleine hätte ich das nicht geschafft und auch nicht überlebt. Und auch meiner Frau zollt da einfach mehr als Dankbarkeit. Mhm. Also ohne Margarita hätte ich das einfach nicht geschafft, ohne einen Grund zu haben, am Leben festzuhalten und mich durchzubeißen mit ihrer Unterstützung. Ja, wäre ich jetzt nicht da. Wie ging es danach weiter, als du wieder aufgewacht bist? So, was hast du realisiert, was Sache ist? Wie hast du dich gefühlt? Also ich weiß, ich habe dich bei Lanz gesehen in der Talkshow, da hast du erzählt, dass du nach wie vor auch krasse Nachwirkungen hast, dass du Beine hast, die sich wie Eis anfühlen, die Füße wie Feuer, also solche ja. Dinge. Wie war das direkt danach? Na, direkt danach, also ich bin zunächst mal in einem sogenannten komatösen Zustand gewesen. Also es war nicht komplett aus, aber es war eben quasi so das letzte Stadium vom kompletten Koma. Bin dann so langsam wieder zurückgeholt worden. Und ich kann mich nur sehr marginal an einzelne Sachen erinnern, irgendwie gerade aus der Zeit in Holland. Also ich weiß aus Erzählungen, dass irgendwie der Professor jeden Tag kam, sich vorgestellt hat, mir erklärt hat, was mir passiert ist. Und ich einfach jeden Tag aufs Neue überrascht war, weil es ist eben keine Information in der Form hängen geblieben, weil eben die Zerstörung und der Regenerierungsgrad noch nicht so weit waren. Und was für mich eine zentrale Erinnerung ist, ist eigentlich ein unglaublicher Schmerz. Also alles tut weh. Nicht nur irgendwas, sondern alles. Und das sind eben auch zum Beispiel eben nach wie vor Sachen, die ist lange nicht mehr so schlimm. Aber ich habe halt irgendwie immer einen Grundschmerz. Es ist einfach immer da. Mhm. Und es ist eben auch so, dass die Ärzte eben auch sagten, nach 3 bis 5 Jahren ist es gegebenenfalls in einem Stadium, dass die Auswirkungen des Unfalls nicht mehr so im Vordergrund sind. Das heißt, dass ich, sag mal, nach wie vor Schmerzen habe, aber mich so dran gewöhnt habe,
dass sie nicht mehr präsent sind. Mhm. Richtig heilen, wenn man so will, ist einfach bei einer solchen Verletzung nicht möglich. Mhm. Ich hatte halt eine relativ schwere Verletzung genau an der Stelle, wo Sprach- und auch Kreativzentrum sitzen. Und insofern musste ich eben relativ viel auch wieder eben erlernen und quasi Worte finden, wenn man so will. Und es war halt so ein Prozess, der sehr, sehr schwierig war, den ich mit unglaublich viel Unterstützung und Zuspruch angegangen bin und der eben auch noch relativ lange dauern wird. Als es eben absehbar war, da ist so ein Licht am Ende des Tunnels, auch wenn es nicht wirklich 100% wieder gut, aber auf dem Weg sind wir, haben wir natürlich uns auch überlegt, wie steigen wir irgendwie letztendlich auch wieder ein in ein für mich normales Leben. Das heißt, Shows spielen und eine gewisse Routine, weil das ist immer auch sehr, sehr wichtig, um dann eben wieder sich selbst zu finden. Und das haben wir dann eben geplant. Das war ein großes Festival in Las Vegas. Und da auch, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen als Widerspruch, aber vor 40.000 Leuten zu spielen bei einem Festival war in dem Moment a safe environment, wie man so schön sagt, weil hätte es nicht funktioniert, hätte jemand anders, ein anderer Künstler übernehmen können. Mhm. Das heißt, es wäre jetzt nicht so dramatisch gewesen, als wäre es Backup-Plan, genau eine 2.000-Mann-Venue, wo es jetzt um meine Performance geht zum Beispiel, oder ausschließlich um meine Performance geht. Insofern sind wir das angegangen, aber ich habe wirklich bis zum letzten Tag mich auch wirklich davor gesträubt, überhaupt mein Equipment anzuschalten, weil ich auch ein bisschen Angst hatte davor. Weiß ich noch, wie es geht? Oder noch viel wichtiger, fühle ich irgendwas bei meiner Musik? Mhm. Das sind ja Sachen, die man in dem Moment nicht weiß. Und das war schon eine große Erleichterung, als diese Energie und das, was mir Musik bedeutet, als das wieder da war. Du hast echt, also zumindest so aus der Außenwahrnehmung, echt so einen krassen Weg gemacht und warst im Prinzip, also du bist nonstop, hast du aufgelegt auf der ganzen Welt, machst du nach wie vor, aber so intensiv, hast deine Platten über die Jahre gemacht. Ist es trotzdem so, dass man, wenn man sowas dann erlebt, dass man dann auch über sein Leben ein bisschen anders reflektiert? Hat sich da was verändert für dich? Also auf vielen Ebenen, klar, ganz klar. Und es sind eben auch ich war jetzt nie jemand, der irgendwie Sachen für gegeben hingenommen hat und dann sich so drauf ausgeruht hat. Es waren immer so, da auch Details für mich wichtig waren. Aber es ist eben einfach umso intensiver. Ich weiß eben zum Beispiel einfach nur einen Spaziergang im Park ganz anders zu schätzen. Wenn du einmal in der Situation warst, dass du eben nicht wusstest, ob du jemals wieder laufen kannst, dann wertest du das ganz anders. Also, und es geht eben auch noch viel weiter. Also, es war zum Beispiel, hat sich auch meine Sicht auf die Dinge in der Welt völlig verändert. Ich bin jetzt keiner, der an Gott glaubt oder besonders esoterisch ist. Aber es ist schon so, nach dem Unfall, die erste Zeit, war ich, warum passiert mir das jetzt? Was habe ich gemacht? Und wieso? Und dann hat sich meine Sicht der Dinge schon auch massiv geändert. Auch durch viele Gespräche. Und ich habe mich einfach auf das konzentriert, was mir eigentlich Positives widerfahren ist. Was bei Paus Karriere trotz seines weltweiten Erfolgs auffällt, ist, er war nie einer von den DJs, die einen Hit nach dem anderen gelandet haben. Ein klassischer Hit kam eigentlich nur ein einziges Mal 1998 mit Foreign Angel vor. Das war eine Nummer 1 der britischen und deutschen Dancecharts. Aber so wie Calvin Harris, David Guetta, Avicii und so weiter, die eine Hitsingle nach der nächsten veröffentlichen, sah Pauls Konzept offenbar nie aus. Ist deine Herangehensweise eine andere? Interessiert dich das einfach nicht? Oder arbeitest du da in eine andere Richtung? Würdest du das so beschreiben? Ich glaube, das ist eine Kombination aus allem dem, was du gerade erwähnt hast. Also zum einen ist es natürlich schon so, dass meine Musik einfach viel zielgruppenaffiner ist. Also wenn man sich Sachen von David oder von Calvin anhört, das ist halt die ganz normale Top 40 Popmusik. Ja. Der letzten Jahre. Das ist nicht das, was ich mache. Das ist auch nicht meine Geschmackswelt. Das ist auch nicht meine künstlerische Herangehensweise. Für mich ist es halt, irgendwas inspiriert mich. Ich habe irgendeine Idee und die setze ich um. Und da ist mir ehrlich gesagt erstmal völlig egal, ob das irgendjemand anders bewegt, sondern es muss
mich erreichen, es muss mir was bedeuten. Und wenn ich das erreicht habe, versuche ich natürlich die Sachen so gut, so professionell wie möglich auch umzusetzen. Aber es geht mir eben nicht so wirklich darum, welche Startposition irgendwas hat. Also auf meinem aktuellen Album, da ist eine Nummer mit einem kleinen kurzen Vocal-Zitat. Ansonsten ist es instrumental, weil das ist meine Musik, das ist das, was ich lebe. Mhm. Das ist das, wo ich auch möchte, dass mich Leute dann draußen als Künstler musikalisch mit identifizieren. Das ist eben meine Musik. Und ich bin da eben nicht unbedingt jemand, der dann unbedingt da den großen Pop-Hit abliefern will, sondern mir geht es da um was Längeres als 3,5 Minuten. Wie ich eingangs dieser Folge schon sagte, erfolgreiche DJs werden ja gerne als Rockstars des 21. Jahrhunderts bezeichnet. Dabei verbindet man mit Rockstar ja auch so olle Klischees wie wildes Tourleben, Fernseher aus dem Fenster schmeißen und das altbewährte Sex-and-Drugs-Ding, wobei die EDM-Szene mindestens beim Drogending schon ziemlich mithalten kann, wenn man sich so anguckt, was bei vielen DJs, aber auch beim Publikum so abgeht. Paul gibt sich diesbezüglich aber ziemlich diszipliniert. In deiner Szene gibt es das natürlich auch, Drogenexzesse und all das. Hast du sowas erlebt? Hast du sowas selber an dir selber auch erlebt? Oder? Nee, also tatsächlich nicht. Ich glaube, das hängt bei mir auch wirklich damit zusammen, wie ich mit Musik in Verbindung gekommen bin. Ich saß halt als Kid vor meinem Radio. Da wäre ich nie auf die Idee gekommen, mir jetzt irgendwas reinzupfeifen und dann irgendwie noch viel spannender die Musik zu empfinden. Sondern es war schon ohnehin spannend. Und das war für mich eben auch so. Ich meine, ich weiß noch, als ich angefangen habe, irgendwie meine Residency in New York zu haben, Anfang der 90er, das war Disco 2000 im Limelight mit den New York Club Kids. Was da abgegangen ist, irgendwie, das darf man gar keinem erzählen. Ich war da als kleiner, naiver Ossi, der da immer dazwischen stand und nur geguckt hat, Jungs, was ist denn hier los? Gib mal alle runter, wenn ich bitten darf. Alles nach unten. Die Arbeit eines Disc-Jockeys erfordert es sehr stark, dass man so ein bisschen mit den Leuten arbeiten muss. Vorsicht festhalten, jetzt geht's rund. Hör mal Geige, Banjo, Steel-Gitarre, hier sind sie gut gelaunt. Weil wir vorhin auch darüber gesprochen haben, wie groß EDM geworden ist, wie diese Festivals gewachsen sind und so weiter. Was EDM stoppen würde? Was ist deine Theorie dazu? Ich würde gar nicht stoppen würde. Ich glaube, man muss die Tatsache, dass dieser kommerzielle Teil von elektronischer Musik so erfolgreich ist, ist ja auch der Tatsache geschuldet, dass, ich nenne sie mal, die normalen Popkinder diese Musik kommunizieren. Die würden aber genauso umschwenken, wenn eine der großen Rockbands ein wirklich großartiges, wegweisendes, veränderndes Album machen würde. Dann würden die plötzlich alle wieder Rockmusik hören und es wäre ganz, ganz schnell still um den ja doch relativ am Allerweltspop angesiedelten EDM-Tanzbereich. Da wäre es ganz schnell vorbei. Und da muss ich sagen, da gab es halt nicht so richtig viel in den letzten Jahren. Und insofern kann man da nur drauf warten. Also ich als Elektroniker genauso, als auch die Tatsache, dass ich natürlich auch Fan von guter Musik bin, die dann entsprechend irgendwie von Bands aufgenommen worden ist. Paul, ich hatte einen coolen Tag mit dir. Und ich hoffe, dass dir weiterhin auf dem Weg, ne, aus deiner Geschichte heraus, deiner gesundheitlichen Situation heraus, immer wieder oder immer weiter besser geht. Ne? Dass mit deinen Beinen wieder cool wird, dass du insgesamt dich einfach wieder so fühlst, wie du dich irgendwann mal zu Bestzeiten gefühlt hast. Aber es war sehr cool heute mit dir. Danke. Danke dir. Danke auch.